bisschen Arme pumpen, ganz wichtig, dass wir auch nicht flach zur Sichtung kommen, weil es geht ja um einiges. Ne? Wir wollen uns ja die Qualifikation sichern. Machst du bei der Sichtung mit? Klar. Wusstet ihr das nicht? Ich freue mich ehrlich, so ein bisschen durchpumpen am Morgen, wenn ihr so ein bisschen müde seid. Danach geht es am meisten besser. Bin mal gespannt, was so das Kölner McFit zu bieten hat. Ich erwarte auf jeden Fall Großes. Ja. Ich erhoffe mir jetzt hier schon eigentlich eine Steigerung. Nee, ich erhoffe es mir nicht, ich erwarte es. Viele fragen sich vielleicht, okay, wie macht man das jetzt als Bodybuilder unterwegs? Ich muss sagen, das Setup ist nicht ganz optimal. Wir haben leider keine Küche hier. Cardio ist auch nicht. Das heißt, ich bin heute Morgen trotzdem eine halbe Stunde erstmal auf nüchternen Magen hier bei etwas angestiegener Intensität spazieren gegangen. Ich hätte jetzt gewusst, dass wir nochmal 15 Minuten ins Studio laufen. Na, aber wie gesagt, passt. Ist jetzt der Cardio-Ersatz. Ansonsten, Frühstücksbuffet war jetzt sehr spärlich. Deshalb gibt es jetzt hier zusätzlich natürlich noch einen Isoclear vom Training. Wichtig. Und Supplements sind natürlich auch am Start. Sagen wir, machen auf jeden Fall das Beste draus. Für mehr als eine Übernachtung wäre es jetzt echt kritisch, muss ich wirklich sagen. Weil gerade bei den Kalorienmengen, die ich esse, wenn ihr dann mal wirklich so ein, zwei Tage unregelmäßig bzw. nicht tracken könnt, wird es gefährlich, ja. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass die Waage mich morgen nicht enttäuschen wird. Bin mal gespannt hier. Ich würde sagen, nach den Treppen bin ich auf jeden Fall schon am Ende. Schauen wir mal, was du da gesagt hast. Zum Morgen. Ja, haben wir schon was gegessen. BMI ist auf jeden Fall im roten Bereich, wie wir hier sehen. Müsste ungefähr 2,20 Meter groß sein, dass das gut wäre. Alright, Freunde, wir starten jetzt hier mit dem liegenden Beinbeuger rein. Ja, ich mache jetzt vorher noch ein bisschen Beinbeuger. Ich werde den Hip Hinge, also das Romanian Deadlift, heute hier wahrscheinlich nicht machen. Na, ich fühle mich nicht 100% fit, aber Schwachstelle muss hier trotzdem erstmal attackiert werden. Ich würde sagen, machen wir ein bisschen, starten wir mal knackig rein. Also es gibt jetzt 3 Sätze Triceps Extensions, 2 Seilen, ein bisschen besser in die Kontraktion zu kommen. Mit dem Arsch lehnen wir uns hier an das Ding, weil kein Platz. Don't run into the cops, that's the motto. I don't see it coming to an end like Legato. Get chipped like Cicado, send a wave through the hood, now it's sounding like vibrato. Why you eat bread with avocado? We be trying to die shells before it landing our tomato. Singing all my sorrows on Apollo, I've been trying to pave the way, but they didn't tell me you. Sehr, sehr schöne Übung. Wirklich schön langsam nach unten. Stell dich am besten hin, ja. Schön langsam in die Exzentrik unten vielleicht kurz halten, schön in die volle Dehnung. Müsste ziemlich schmerzresistent sein, beziehungsweise auch wenig Angst haben, sich irgendwas abzureißen. Wird schon nicht passieren, aber man fühlt sich auf jeden Fall fast so an, ja. I'm not telling you to rap, not to rap how you rap, but make something we can vibe to. Sounding like a real anthem. Shawty saw my wallet, now she think I think I answer. Whoa, telling me. Gefährlich, deshalb immer auf Hüfthöhe einstellen. Abendtrainings gibt es jetzt noch ein paar Incline Curls, die bin ich auch maximal schwach. Immer schön Fuß auf Handel. Schöne Dehnung. Freunde, ich bin eingekleidet. Ja, gleich geht's zum Event. Vorher geht's auf jeden Fall nochmal was essen. Ja, wir haben jetzt gleich um 12. Wichtig, weil wir haben nach dem Training noch nichts gegessen, außer den Shake. Jetzt ist der Hunger da. Ich würde sagen, jetzt werden sich irgendwie erstmal 1500 bis 2000 Kalorien direkt in den Bizeps einverleibt. Wir haben jetzt hier einen Low-Fat Post-Workout gefunden. Aus des Döners. Also wenn er so schmeckt, wie er aussieht, auf jeden Fall brutal. Ja. Scharf. Ich habe gesagt, Bruder, nur ein bisschen scharf. Er meinte, sehr scharf. Ich habe noch weniger. Sonst verbrenne ich mindestens das Maul. Aber dafür 100% naturell. Der Ayran, ja. Ein anderes Getränk dürfte ich auch nicht trinken. Ja. Wir wollen ja nachher noch zur Sichtung. Ne, ich glaube, ich habe da so jemanden ganz schmales Gesicht. Ja. Was hat ganz schmales Gesicht? Was? Du warst Bühnenradio, oder? Aber das ist geisteskrank. Du bist ein Degel, oder? Wie viel Prozent der Fahrer hast du? Zeig mal Beine kurz. Du bist heute auch bei der Sichtung dabei, würde ich sagen, oder? Ja, aber ich starte in der Enhanced-Klasse. In der Enhanced-Klasse, die trotzdem schlechter ausschaut als Nettis. Ja, so ist es. Stärkung jetzt hier. Nächster Zwischenhalt, ja. Bisschen Koffein inhalieren. Sugar-free übrigens. Finde ich auch. Das ist auf jeden Fall ein Riesentop. Ja, natürlich sugar-free. Das Ding hat locker 450 Milligramm Koffein. Mindestens. Oh. Da geht's auf jeden Fall gleich ab auf der Bühne. 400 Milliliter mehr. Das ist so viel.
400 ml. Das ist völlig normal groß, ne? Ich muss jetzt nicht aufnehmen, mein unqualifiziertes Kommentar. Eine seitliche Brust. Er sieht schon ziemlich geil aus. Du weißt, dass es dir auf jeden Fall gut hart ist, sonst könntest du nicht in Jacke hier rumstellen. Schön, dass hier schon gut. Sehr gut. Hallo Mode hier. Was geht? Die Waden sind nicht. Die Waden sind nicht. Ja. Ja. Ich bin der Meinung, bei Waden-Game kann mich keiner auseinandernehmen. Warte kurz. Ich kenne da einen, der kommt gleich hoch. Wer ist es? Also. Stabil bis jetzt. Also, das, was ich also gesehen Junioren waren schon stramm. Und Classic Physik toll war auch sehr. Der in der Mitte war von dir, gell? Der war von mir, ja. Der war schon sehr delikat aus, ja, ja. Und er hat einfach halt auch keine großen Diät-Symptome noch. Ne? Das hat jetzt angefangen, so. Aber ich hätte gesagt, 3 Kilo können noch. Sag ich mal, er ist auch schon gut in Form, aber drei, also bei ihm siehst du schon die Streifen im Gut. Ja, ja. Ne? Ja, das Ding ist halt, ich hätte ihn auch gerne auf der Worlds halt. Ne? Also so, wenn der WBF jetzt das Vorwettkampf macht, die halt so gut laufen sollte, so, stelle ich den halt auch auf die Worlds. Ein schön Frame, schön breite Schlüsselbein. Also wirklich, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo die immer herkommen, so, aber die Klasse allgemein, die waren ja gut. Da waren ja 3 Stück, die beiden nebenan waren sehr gut. Ja. Und in der ersten Klasse war einer in der Mitte mit so übelsten Squats. Der war halt auch schon, also wenn der ready kommt, so, dann wird er halt auch schon böse. Ne? Das Einzige ist immer Unterschied. Manche haben so richtig immer die fetten Quads. Ja. Und letztes Jahr, zum Beispiel für Fatih, wäre das jetzt so perfekt gewesen. Ja, ja. Auch gut, alle gute Oberkörper. Ne? Ja. Also aber war schon, Junioren war schon krass. Keine Ahnung, wo die immer herkommen, aber ja. Und bei dir, wie geht's weiter? Wann geht's weiter? Wir sind jetzt bei 111, 12 so. Laut Chris fehlt es noch ein bisschen an Muskulatur, ne? Müssen wir mal schauen. Aber was hast du für Gewichtslimit? 96. Also ich habe jetzt, wir haben so eine Körperfettmessung gemacht, mal Vergleich von August letzten Jahr, jetzt Juli. 10 Kilo Muskulatur laut dieser Messung ungefähr aufgebaut. Ja. In 7 Monaten. Ja, ja, ist schon ganz okay. Sieht auch ganz okay aus. Ich muss halt sagen, es ist immer noch das Gleiche, auch mit dem Essen, ne? Ja, ja, voll. Ich bin jetzt bei 5000 und der Verbrauch den schraubt halt nicht hoch. Ne? Du wirst halt auch immer ineffektiver von der Verdauung her. Das ist halt so das Problem. So, umso höher du gehst, umso weniger bleibt drin halt, ne? Ja. Ja. Das ist halt, denke ich nochmal, wenn du bei 5 plus bist, eine ganz andere Liga, als wenn du bei 3,5 bist oder so. Aber ich bin jetzt, habe ja auch nochmal ein anderes Commitment. Ich war ja sonst off-season sehr, sehr lasch und jetzt versuche ich halt wirklich schon. Das denke ich auch wichtig. Ich glaube, du hast auch einen richtigen Schritt gemacht, direkt dann auch zum Chris zu gehen und das halt so von Grund auf halt direkt komplett durchzuziehen, das nicht alleine zu versuchen. Nee. Ich glaube, das war schon ein guter Move, so mussten wir. Ja. Mal gucken, was das gibt nächstes Jahr, ne? Machen wir so. Versuchen wir heimlich hier, mehr oder weniger heimlich, reinzujagen. Heute ist ein Line-Up. Also Junioren Bodybuilding. Jeder war überall, in jedem Teil Line-Up, waren 2 bis 3 Leute dabei, die einfach richtig, richtig, richtig krass waren. Also drei jetzt in der Mitte. Richtig, richtig gut. So. Jetzt Womens Physik eben auch. Ja, die eine war schon brutal. Brutal massig, ja. Und da halt alle auch super gepostet, ne? Aber du siehst halt auch, gleich, dass die Leute jetzt zur Sichtung kommen müssen, dass sie durchschnittlich für den Zeitrahmen schon echt gut in Form sind, die meisten zumindest. Ne? Da ein paar Ausreißer, aber quasi sind gleich ein bisschen über das Ziel schon hinausgeschossen. Also im Allgemeinen kannst du schon sagen, okay, die meisten können es schaffen, halt gut in Form zu üben. Habt ihr so eine Lustwelle, wie viele überhaupt reinkommen? 15 pro Klasse. Also teilweise wird es halbiert nochmal jetzt. Ja, also du hast in der einen Classic-Klasse hast du glaube ich eben 40 Bewerber. Das heißt, von den 40 kommen dann halt 15 weiter. Ne? Also schon ein harter Cut. Ja, ein bisschen unterschiedlich. Übrigens mein erster Coach, den ich kenne, Patrick Deutsch. Geil. Schon ein paar Jahre her, ne? Und was? 2018? 19, ja. Hallo. Das sieht ziemlich krass aus. Ausstrahlung echt geil. Danke. Dankeschön. Alles Bock, oder? Ja, es hat einfach super viel Spaß gemacht. Soll mal hier für die Scarlett nochmal ein Bild machen? Ja, safe. Oder schon mal hier für die. Für Scarlett. Also deutlich stärkere Klasse oder stärkere Gruppe als vorher. Die zu Nino, beide an der Seite, sind natürlich ziemlich stark, ja. Auch schon sehr gut im Conditioning. Er ist jetzt tatsächlich fast der Einzige ohne
Posing Trunk. Ja, also hier Rücken von Nino ziemlich gut, ja, auch von der Schlüsselbeinweite. Oberkörper fällt muskulär ein bisschen ab, ja, Beine auch. Also muss man halt so ehrlich sagen, von vorne geht es aber auf jeden Fall fit. Ja. Also jetzt sehen wir hier den Kevin und eine ganz, ganz andere Klasse, also Gruppe als davor, ja, auch Leichtgewicht. Kevin ist der zweite von rechts. Von vorne hier sehr, sehr schön. Man sieht hier auch, er ist ziemlich rund. Ja. Shape im Oberkörper auch ziemlich gut. Ne? Beine muss er jetzt hier ein bisschen Druck aufbringen. Ja. Da ist er wichtig, dass er hier den Druck auf die Beine bringt. Weil der rechts zum Beispiel neben ihm hat sehr, sehr dicke Beine, aber der kriegt die Beine auch nicht so richtig angespannt. Wenn der rechts die Beine richtig durch, also anspannen würde, würde es auch nochmal anders aussehen. Die Pose sieht sehr, sehr geil aus beim Kevin. Ja, jetzt auch seitlich so. Sieht auch geil aus. Zum Beispiel jetzt spannt er die Beine durch und jetzt sehen die Beine bei dem in der Mitte deutlich besser aus, wenn er die Spannung drauf kriegt. So, bam, ja. Riesenunterschied. Also sieht auch ziemlich gut aus, ja. Der Luis ist jetzt gleich dran. Wir machen jetzt hier eine Portion Crankpunk Pro fertig. Weil ich möchte natürlich, dass Luis auch prall auf der Bühne steht. Immer mit ein bisschen Wasser, ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten vor seinem Auftritt. Dass das Citrullin natürlich auch maximal die Wirkung entfalten kann. Und das kriegt er jetzt zu trinken, dann werden wir uns ein bisschen aufpumpen. Ja, hier sind auch ein bisschen Natrium drin, auch nochmal gut für den Pump. Jetzt gerade hier sein Posing Trunk angezogen. Monster ist intus. Monster ist intus. Ich will jetzt nicht, dass du nicht zu viel trinken. Ist jetzt sehr, sehr konzentriert, das haust jetzt weg. Flüssigkeit durch den Monster hast du ja eh drin. Dann wird es gleich richtig gut. Ihr habt ja gesehen, Nino und Kevin waren schon dran. Ali kommt jetzt auch gleich dran. Luis auch. Bin sehr, sehr gespannt, gerade auch, wie es im Licht jetzt aussehen wird. Wie fühlst du dich? Jetzt fühle ich mich gut. Ich habe noch einen schönen Druck gegen die Brust und drin. Genau, richtig schön. Immer ein bisschen versetzt stehen, dass ihr den Hamstring ein bisschen rausdrückt. Schau erst, dass du den Unterkörper on point hast, Arsch anspannen. Und dann kannst du wirklich hier auch schön rein. Christmas Tree ziehen. Nach hinten hin. Wir sitzen unten. Ja. Arm anspannen. Mach den Latt noch ein bisschen auf. Komm. Noch ein Stück nach hinten. Jawohl. So Form sitzt sehr, sehr gut. Vaskularität ist da, bist voll. Side Chest. Ja. 343 bis 248. Fertig machen. Also, getroffen kannst du. Gitarre spielen. Jetzt steht Luis hier ein bisschen im Schatten, ne? Aber gefällt mir sehr, sehr gut. Ne? Also wir sehen, hier ist noch ein bisschen eine Schicht drauf, also hier ist auch noch ein bisschen Fett. Ne? Haut, Fett, ein bisschen am Rücken. Das Licht ist jetzt hier auch leider etwas, also nicht komplett vorteilhaft, aber halt ehrlich, an Beinen geht, denke ich, auch noch ein bisschen was. Und halt am Glut, Schultern, Arme, Brust, obere Rücken ist sehr, sehr lean. Also da wird nicht mehr so viel weggehen. Weil gerade hier, das in diesem Bereich, macht dann optisch auch nochmal einen guten Unterschied. Ne? Also Ali kommt auf die Bühne. Du bist ja der zweite von rechts. Also er hat auf jeden Fall schon mal die beste Linie. Was man hier so sieht, er zieht jetzt hier auch ein Vakuum, ähnlich wie ich das teilweise auch gemacht habe. Der neben ihm mit, also der in der Mitte, ein Footballer, wiegt aktuell noch 110 Kilo. Mit dem haben wir schon mal gesprochen gerade. Schaut euch mal den Latissimus an. Also das ist echt pervers, ja. Auch der Beinbeuger von hinten, aber das ist halt auch wirklich Genetik. Jetzt haben wir jetzt hier nochmal die drei Favoriten in der Mitte. Ja. Kann man schwierig vergleichen, ja, muss man auch sehen, wenn man abgezogen ist. Bodybuilding zählt nämlich nicht halt nur die Masse alleine, sondern auch Symmetrie und natürlich Definition. Ja. So aktuell ist halt noch, wo bei Ali am meisten halt noch hängt mit Abstand, sind natürlich die Beine. Ja. Das ist immer so ein bisschen bei ihm schon Oberkörper sehr, sehr lean, ja, im Vergleich. Aber ich glaube, aktuell zieht es halt wirklich sehr, sehr gut an. Ja. Jetzt ist Luis dran. Schauen wir mal hier. Steht auch schon in der Mitte. Hoffen wir mal, dass er da auch stehen bleibt. Jawohl. Also Luis hier schon mal in der Ausgangsstellung. Sehr, sehr schön mit dem Latt. Ich würde auch sagen, er ist auch, natürlich ohne Farbe wirkt das manchmal nicht so, aber der leanste auf der Bühne, ja. Auch mit der schönsten Linie. Also würde ich sagen, 7 Weeks out, haben wir das Paket genäht. Also der Kollege neben Luis hat einen sehr, sehr schönen Bizeps. Leider den einen zu tätowiert, dass er mich nicht ganz sieht. Er müsste jetzt den Bizeps noch ein Stück weiter hochbringen.
Und da hier würde ich sagen, hebt Luis gleich ab. Jetzt gleich drehen wir uns um und dann bin ich mal gespannt, wie es hier von der Rückenansicht aussieht. Und mal kurzes Feedback zum Licht, wenn man keine Farbe hat. Etwas unverlaufen. Mach dir ein bisschen Platz jetzt, komm. Jawohl. Ja, manchmal muss er ein bisschen hier Platz machen. Das legendäre Ei sehen wir auch. Also Leute, das war die Ivo-Sichtung. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein kurzes Outro. Ja, wir fragen jetzt mal die Jungs, wie sie ihren Auftritt fanden. Und dann würde ich sagen, beenden wir auch das Video. Ich sagen, wir fangen mal an hier mit Kevin. Ja, war schon echt krass hier. Coole Athleten dabei. Stabil auf jeden Fall. Ihr habt ja gesehen, Kevins Form. Ja? Also schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt. Und dann werden wir wahrscheinlich in ein, ich weiß nicht, zwei Wochen erfahren, ob es jetzt... Nee, dauert gar nicht so lang. 2. August. 2. August, okay. Dann gibt es auf jeden Fall Bescheid, wie es weitergeht. Ansonsten werdet ihr Kevin soll auch bei der Europameisterschaft noch starten. Wir haben noch ein paar Dates. Ja, und hoffentlich auch auf der Ivo. Steht noch einiges an. Ja, sehr, sehr geil, ja. So, Nino, wie war dein Auftritt? Gut, dir gefallen? Hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Aber muss echt sagen, es war im Prinzip ein Wettkampf, wie möglich war. War das ja eine sehr, sehr starke Klasse. Ja, also klar, das Sieg wird es, denke ich, jetzt nicht. Es sind einige Profis dabei. Das Niveau ist halt echt was ganz anderes, aber wir ziehen trotzdem durch, wir genießen es und bin froh, dabei zu sein, generell auf so einem Wettkampf. Ali, war jetzt dein Auftritt, wie hat es dir gefallen? Einmal noch für die Community hier. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber ich hatte vorhin schon mit dem Valentin geredet, das Posing unterschätzt man echt hart und das merkt man erst, wenn man wieder auf der Stage steht. Also mittendrin dachte ich manchmal echt kurz, Digga, ich sterbe, Alter. Bei Ali hat man nochmal gesehen, es ist auch ein Wettkampf, das heißt, wenn viele auf der Bühne stehen, die anderen scheuen auch manchmal nicht davor, ich auch zu verdecken teilweise, ja, also da musst du wirklich schauen. Ja, ich habe halt immer so das Gefühl, hier, du willst nicht asozial sein, weißt du, crash da jetzt nicht dagegen, aber ich glaube, man muss einfach... Das hat man ein, zweimal gemerkt, so, da haben sie dich dann wieder vorgestellt, vor ihm, weil er stand da teilweise mal vor dir und dann haben sie dich getauscht mit ihm, ja. Da muss man immer so ein bisschen gucken, aber trotzdem sehr, sehr gut vor, grandios. Da kam einer auf die Bühne, ich dachte mir so, Favorit, so, dann kam die nächste Gruppe, da dachte ich mir, Alter, da kommt nicht mal in die Top 5. Dann kam noch eine Gruppe und dann dachte ich mir so, was ist hier los? So, ne, der hat doch bestimmt schon 4 Kinder und ist ein dreifacher Onkel, so, aber wir checken die Personalien ab. Also das sind alles Athleten unter 22, das ist echt krass, ne? Das Niveau, Sali, du hast richtig gut. Danke, freut mich auf jeden Fall. War echt ein richtig geiles Event. Also ich finde es auch cool, dass man so eine Sichtung macht. Aber man merkt auf der Stage, das Posing muss nochmal richtig geübt werden. Ist schon anstrengender, als man denkt. Ich sah richtig krass aus, obwohl ich keine Farbe hatte. Ja. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich dachte, er hatten Leute Blutstreifen. 10-11 Wochen vor dem Wettkampf, ohne Wettkampffarbe. What? Schnelle Nummer, ging relativ schnell durch. Und ich habe gehört, es gab auch einen Dopingtest, ja. Jawohl. Tatsächlich. Und man sieht sich angeblich noch bald wieder. Genau, Ansage kam. Dann können wir vielleicht noch mal sehen. Genauer drauf eingehen, ja, ob der Luis wirklich natural ist. Wir werden es jetzt demnächst auf jeden Fall erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt gerne einen Kommentar, wenn ihr was zu kommentieren habt. Ob euch solche Einblicke hier gefallen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.